Ja, es ist natürlich klar, dass wir jetzt als Energie Cottbus nicht aufs Feld gehen können und sagen können, ja, wir werden jetzt mal Achter. Das ist einfach ja auch mit der Erwartungshaltung der Fans und der Sponsoren nicht zu vereinbaren. Das ist vollkommen klar, das ist auch nicht unser Anspruch. Ja, wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen, das Optimum aus der Mannschaft rausholen, das ist klar. Wollen die Mannschaft weiterentwickeln, wollen sie natürlich auch personell weiterentwickeln, um dann natürlich so weit wie möglich vorne in der Tabelle zu landen. Es fehlen noch ein paar Neuzugänge. Was erwarten Sie denn? Welches Profil müssen Sie mitbringen? Ja, also auf jeden Fall brauchen wir Spieler, die sich komplett mit dem Club identifizieren, mit der dynamischen, intensiven Spielweise, die wir jetzt auch in Zukunft noch mehr forcieren wollen, mit einem aggressiven Fußballspiel. Das muss auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Ja, und dann natürlich auch ja, ein Stück weit vielleicht Kreativität in der Offensive wäre schon nicht schlecht. Es werden jetzt mehr Spiele sein aufgrund der neuen Konstellation. Wie wird das zu meistern sein, kräftemäßig? Was ja, denken Sie? Also Fakt ist, wir haben mehr Spiele. Es ist ja jetzt nicht nur die Konstellation in der Liga, es kommen ja dann auch noch Landespokalspiele dazu, sodass wir auf mindestens 40, 45 Spiele kommen im Laufe der Saison. Darauf stellen wir uns jetzt ein, so bereiten wir uns dann jetzt auch vor in den 5 Wochen Vorbereitung, die wir jetzt haben. Und von daher glaube ich schon, denn, dass wir das dann auch gut durchspielen können. Wie waren Sie zufrieden heute mit dem ersten Training? Ja, man merkt natürlich, dass die Jungs Lust haben und Bock haben und deswegen ist dann manchmal noch alles so ein bisschen wild und so, aber ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und man hat schon noch gesehen, die Reaktion nach Ballverlust, wie sie dann sofort wieder den Ball irgendwie zurückholen wollten. Das haben sie gut gemacht, da war ich sehr zufrieden mit den Jungs und ja, so kann es weitergehen. Und mir noch eine Frage, wie sieht es denn aus mit Even Löffler? Kniebandage ohne Einwirkung eines Gegenspielers? Ja, der Even hat sich jetzt am Knie verletzt. Das ist eine alte Verletzung, die er auch schon in der Jugend hatte, beziehungsweise jetzt auch im letzten Testspiel von vor einem halben Jahr in Peitz. Da wurde ihm die Kniescheibe oder ist da rausgesprungen und wir vermuten jetzt, dass es vielleicht wieder was Ähnliches sein könnte. Ja, das ist natürlich jetzt schade und bitter, besonders für Even und wir wünschen ihm jetzt alles Gute und hoffen natürlich, dass es nicht ganz so schlimm ist. Die Kollegin hat es gerade angefragt, Neuzugänge, weitere werden kommen müssen, um das Gerüst der Mannschaft ein bisschen aufzubauen. Denkt man auch an erfahrene Spieler? Naja, also wir haben ja schon erfahrene Spieler auch in der Mannschaft, also das darf man jetzt nicht vergessen. Wir gehen auf jeden Fall ja nicht mit einer U19 in die Saison, sondern wir haben mit Flo Brückmann, mit Felix Brückmann, mit Axel Borgmann, mit Jan Koch Spieler drin, die erstmal in ihrem besten Fußballeralter sind und natürlich auch schon höher Fußball gespielt haben, also höher als vierte Liga. Und von daher haben wir schon auch erfahrene Spieler drin und natürlich, wenn der ein oder andere jetzt noch dabei ist, der auch vom Alter her so ist wie die Jungs, die ich gerade genannt habe, nehmen wir die natürlich gerne mit. Die Transferphase ist dieser sehr, sehr lang. Spielt das ein bisschen in die Karten, dass man ein bisschen abwarten kann, gucken kann? Ja, das ist einfach die Situation, die ist jetzt für alle gleich. Die dritte Liga hat jetzt erst vor einer Woche beendet worden. So, das heißt, das wird sich auf jeden Fall ein Stück weit hinziehen. Der Markt öffnet jetzt im Grunde erst und man braucht da ja, Geduld und dann das richtige Auge, dann auch wirklich, damit man dann auch wirklich die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Wie immer es auch zustande kam, Lok war derjenige, der die Relegation spielen durfte. Ist man aus Energiesicht zufrieden, dass sie es nicht geschafft haben, weil sie ein bisschen auf komischem Weg dahin gekommen sind, aber man hat sie jetzt wieder auf den Hals? Ja, also Fakt ist, die Entscheidung damals wurde durch den Verband jetzt so getroffen. Wir hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht. Wir wollten gerne das sportlich bespielen und letztendlich eine sportliche Lösung haben. Das hat nicht funktioniert, beziehungsweise der Verband wollte das so nicht. Letztendlich hat Lok den Zuschlag bekommen. Wir haben ihnen dann noch alles Gute gewünscht, also dass sie das sportlich dann irgendwo auch schaffen. Sie haben es jetzt nicht geschafft und nun sind sie wieder bei uns in der Liga, sind jetzt ein Mitkonkurrent von uns natürlich. Und ja, dann gibt es eben wieder heiße Duelle jetzt. Freuen wir uns drauf. Alles Gute. Ja, danke.